Ich bin kein Jäger, aber mir wurde gesagt, dass es Orte in der Arktis gibt, in die eingeborenen Stämme manchmal Wölfe jagen. Sie nehmen ein zweischneidiges Dolch und beschmieren es mit Blut. Es wird geschmolzen, danach das Griff fest in das Eis gefriert, sodass die Klinge herausschaut, in der Erwartung, dass ein Wolf das Blut riecht und kommt, um das Blut aus der Klinge zu lecken. Und was hier passiert, ist natürlich, dass der Wolf sich die Zunge schneidet und blutet und denkt, dass es hier was Gutes für sich gefunden hat. Es trinkt und leckt und natürlich leckt er sein eigenes Blut und tötet sich selbst. Das ist, was die Imperialisten mittels Crack und Kokain mit uns gemacht haben. Du hast die jungen Brüder, die sich denken, dass sie hierin was Gutes für sich haben und sich damit was verdienen. Sie verdienen sich etwas, damit sie Autos kaufen können. Wenn weiße Leute Autos haben, warum kann ich keins haben? Sie verdienen sich etwas, damit sie sich Gold kaufen können. Weiße haben Gold, wieso kann ich kein Gold haben? Gleiches ist mit den Häusern. Weiße Menschen haben Häuser, wieso kann ich keins haben? Und sie denken, dass dies ihnen was Gutes einbringt, aber sie reden sich's nur ein. Genauso wie der Wolf, der an der Klinge leckte. Sie sterben langsam, ohne es zu wissen. Das ist, was mit der Gemeinschaft passiert. Verstehst du? Das ist genau das, was mit der Gemeinschaft passiert. Und anstatt den Jäger zu beschuldigen, der die verdammte Klinge für den Wolf in das Eis fror, bekommt der Wolf den ganzen Ärger ab, dafür, dass er versucht hat zu überleben. Das ist, was mit unserer Gemeinschaft passiert. Du beschuldigst nicht das Opfer, du beschuldigst den Unterdrücker. Imperialismus, White Power ist der Feind. War nicht der Feind, als wir nach Amerika kamen, den ersten afrikanischen Bruder schnappte gegen unseren Willen? Er ist der Feind von heute. Das ist etwas, was wir verstehen sollten. Von nun an solltest du in der Lage sein, das große Ganze zu erkennen. Du siehst das System als das, was es ist. Du bist zur Wahrheit erwacht. Und ob du es magst oder nicht, dein Leben wird sich ändern. Ich kann nicht mehr zurück, oder? Nein. Wenn du könntest, würdest du es wollen? Die Information, die du bekommen hast, war nicht zur Unterhaltung da. Es wurde dir gegeben, damit du es verbreitest und dich für das Kommende vorbereitest. Es ist nämlich dein Leben, über das wir hier sprechen. Du musst tief in dich schauen und dein wahres Ich erkennen. Die einzige Person, die dich für die Zukunft vorbereiten kann, bist du selbst. Ich will deinen Geist befreien, Neo. Aber ich kann dir nur die Tür zeigen. Durchgehen musst du ganz allein. Wir versuchen unser Bestes, zu bilden und zu informieren. Nimm das, was wir sagen, als eine Lehre und ein Ratschlag. Die Wahrheit liegt innen drin. Es werden viele Schlachten zwischen den Unterdrückern und den Unterdrückten zu schlagen sein. Aber die momentan wichtigste Schlacht, eine, die sie gegenwärtig gewinnen, ist der Kampf um deine Seele. Um dich selbst im Gleichgewicht zu finden, musst du zuerst deine Essenz finden, weil dein Feind dich besser kennt als du dich selbst. Du siehst, während Kriege kommen und gehen, ist der Krieg um deinen Verstand, Körper und Seele niemals endend. Und das ist der Grund, wieso jeder von euch mitbeteiligt ist. Und darum jeder von euch bereit sein sollte. Also, was bist du nun? Eine Seele innerhalb eines Körpers. Okay, und was bedeutet das? Der menschliche Körper ist das einzige Körper, das ausgestreckt perfekt in einen Kreis und ein Quadrat passt. Du musst das verstehen. Das Quadrat repräsentiert die physische Dimension. Der Kreis die spirituelle Dimension. Wir werden dir sagen, wie du dein Potenzial ausschöpfen kannst, indem du dein Gleichgewicht zwischen beiden erreichst. Die östlichen geistlichen Schulen diskutieren 7 Chakren. Wir werden uns auf 5 fokussieren. Der sakrale Chakra beschäftigt sich mit sexueller Energie. Im Islam gibt es den Konzept von Halal, erlaubt oder gesegnet, und Haram, verboten durch Gott. Je nach Situation kann eine Aktivität entweder erlaubt oder verboten sein. Als Beispiel ist Sex verboten, es sei denn innerhalb eines Heiratsbundes, dann ist es als erlaubt zu betrachten.
Der sakrale Chakra kann nur unter einer geeigneten materiellen Umgebung positive Energie produzieren. Deswegen werden von nicht-ehelichen Beziehungen abgeraten und sollte von allen Gemeinschaften eingehalten werden. Der Nabelchakra liegt neben dem Magen und beinhaltet persönliche Kraft und den Haushalt der Lebenskraft, Prana. Um deine Lebenskraft gesund zu halten, musst du dich gesund ernähren. Außerdem, was du und deine Familie isst, sollte von einem ehrlichen Lebensunterhalt stammen, damit es gesegnet ist. Von unrechtmäßig verdientem Geld zu leben, schadet nur deiner Seele. Der Herzchakra beschäftigt sich mit Mitgefühl, Liebe, Respekt und emotionale Erfüllung. Und dies kann durch nachhaltige Beziehungen, Liebe und Harmonie zwischen den Menschen erreicht werden. Der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sagte, dass er als Ergänzung und Erfüllung der Lehre von Mitgefühl und gutem Benehmen gekommen sei, die vorher von Jesus und den anderen Propheten, Friede sei mit ihnen allen, auch gelehrt wurde. Nur durch Mitgefühl können wir als Gemeinschaft nachhaltig wachsen. Der Halschakra setzt sich inhaltlich mit Kommunikation und Selbstausdruck auseinander. Wahrlich, der Mensch ist in einem Zustande des Verlusts, außer denen, die glauben und gute Werke tun und einander zur Wahrheit mahnen und einander zum Ausharren mahnen. Und zuletzt der Hauptchakra, das mit Weisheit, Intuition, Bewusstsein und Spiritualität in Verbindung gebracht wird. Nur durch das richtige und positive Wachstum all dieser Chakras kannst du dein Potenzial als menschliches Wesen erreichen. Daher musst du all deine physikalischen, mentalen und emotionalen Möglichkeiten in den gerechten Weg investieren, um spirituell zu wachsen und ein Meister deiner selbst zu werden. Nur dann kannst du dein Potenzial ausschöpfen. Nur dann wirst du der vervollständigte Mensch. Und die Illuminati wissen das. Die Kämpfe, die sie ausfechten, handelt speziell damit. Es ist kein Zufall, dass ihre Attacken genau auf die vorhin genannten Chakras zielen, die wir diskutiert haben. Eins nach dem anderen haben sie deine Chakras der Reihenfolge nach attackiert. Um Erleuchtung zu erlangen, muss man seine Energie zu den höheren Chakras steigern, von der untersten, der sakralen Chakra, zu dem Hauptchakra. Dein sakralen Chakra füttern sie dich damit. Für das Herzchakra lenken Sie deine Emotionen auf nutzlose Angelegenheiten. Für den Halschakra sind es die Lügen, die Sie dir erzählen. Für den Hauptchakra füttern sie dir das. Eine ihrer größten Sorge ist, dass du die Schlacht über jeden einzelnen dieser Chakras gewinnst und ultimativ den Kampf um deine Seele für dich entscheidest. Weil, wenn alle Chakras korrekt ausgerichtet sind, entsteht ein neues Chakra über den Hauptchakra. Eines, das sie nicht angreifen können. Eines, das den Höhepunkt der freien Seele erreicht. Und sie wissen, dass eine freie Seele die Fähigkeit erhält, andere zu befreien. Und eins nach dem anderen fängt ihr System an zu zerfallen. All das fängt an mit einer Entscheidung hier und jetzt. Unvollständig und ein Sklave zu sein oder ein vervollständigtes Wesen zu werden.